Und Hasan Salihamidžić hat gelitten während des Spiels. Ich habe selten ein Spiel gesehen, wo sie so viel auf der Bühne gestikuliert haben. Im Moment ist gerade Schockstarre wegen des nicht gegebenen Elfmeters. Schauen wir uns das erstmal zusammen an. Also, die Situation in der vierten Minute der Nachspielzeit wird uns jetzt zugespielt. Ja, ich meine, ja, also ich hätte ihn gegeben, aber der Schiedsrichter hat es nicht gesehen wohl. Gut. Aber er hat sich jetzt das lange auch angeschaut, nochmal im Videobeweis. Also der Tom Bartels hat gesagt, unser Kommentator, ist eine 50-50 Entscheidung. Weil ja, es ist ganz klar. Also der trifft ihn im 16er, der hat den Ball. Klar ist er mir im Rücken zum Tor, aber im 16er haut er ihm die Füße weg. Also ist ja für mich ganz klar der Elfmeter, aber das bringt ja jetzt nichts, darüber zu reden, weil es ist vorbei. Aber es ist ganz klar, dass das Elfmeter war. Wir haben noch mal eine andere Szene, wo man sieht, wie sie auch noch mal mit Niko Kovac aneinander geraten sind. Da war schwer was los an der Auslinie. Ja, das ist im Eifer des Gefechts. Aber ja, wenn so eine Szene kommt, natürlich ist es Wahnsinn. Also das ist ärgerlich, weil dann ist 2-2, dann läuft das Spiel anders, ist klar. Aber gut. Aber auch bei allem verständlichen Ärger, über 90 Minuten hat der FC Bayern genug getan heute gegen Eintracht Frankfurt, oder andersrum gefragt, hat Eintracht Frankfurt heute das Spiel der Saison gemacht? Ja, wir müssen die Tore machen wieder. Das ist, in der ersten Halbzeit haben wir, glaube ich, 4-5 gute Chancen, haben es nicht gemacht. Die haben einen Konter, machen das und ja, es war dann bitter. Aber klar, die 100%igen in der zweiten Halbzeit haben wir nicht viele gehabt, aber trotzdem haben wir das Spiel dominiert, glaube ich. Ja, es ist immer so, dass die eben versucht haben, unser Spiel zu zerstören und dann zu kontern. Und das ist denen heute gelungen. Aber trotz alledem muss der Elfmeter gegeben werden, dann ist 2-2, dann gewinnen die Verlängerung, dann kann alles passieren. Jetzt geht es zur Siegerehrung. Schwerer Gang auch für die Bayern. Danke für das Interview, Hasan Salihamidžić.